Die Stimmung ist schon klasse hier in Anfield. Wie eigentlich immer, ich begrüße Sie zu dieser Begegnung. Mein Name ist Wolf Fuß und ich werde Sie mit Frank Buschmann durch das Spiel begleiten. Wir zeigen heute das erste Spiel der Online-Saison. Liverpool gegen Paris Saint-Germain. So, das erste Aufeinandertreffen der beiden. Eine ganz spannende Geschichte. Wir erwarten uns eine Menge von diesem Duell, von diesem ersten Spiel. Hoffentlich erfüllt das Geschehen auf dem Rasen unsere Erwartungen. Wird Ecke geben. Das war eine tolle Chance aus dieser Distanz. Aber Keylor Navas ist zur Stelle. Ecke kommt. Er hat den Ball. Ja, aber die Parade vorher, die war sensationell. Mané. Ball wieder zu Salah. So wünschen wir uns das. Frühes Tor in dieser Partie. Jo, so kann es weitergehen. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Klasse Flanke! Was für eine Aktion! So gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungstat! Wijnaldum. Mohamed Salah. Mané verliert den Ball. Steilpass auf Di Maria. Hätte gefährlich werden können. Gut, dass sie da klären. Kein Eckball hier, sondern Einwurf. Richtig entschieden, auch wenn es knapp war. Pablo Sarabia. Idrissa Gueye. Pablo Sarabia. Abgefangen, gut gemacht. Mané. Ballverlust Mané. Gueye. Ballverlust PSG. Wijnaldum. Ruhiger Spielaufbau, das sieht gut aus. Salah. Ein guter Block hier. Klasse Tackling. Erstmal geklärt, ja, aber auf Kosten eines Eckballs. Liverpool baut seine Führung aus. Man ist jetzt hier mit zwei Toren vorne. Da kommt der Treffer nochmal. Erst die Ecke und dann ist das wunderbar gemacht. Mit dem Kopf ist er zur Stelle, setzt sich durch. Perfekt. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Ja, mit viel Übersicht. Klasse aufgepasst vom Torwart. Eckball. So, Ecke kommt. Trent Alexander-Arnold. Und jetzt die Chance. Den muss er hier machen. Ja, das Tor war frei, aber trotzdem, den musst du erstmal von dort aus treffen. Nochmal dieses Tor. Wir sehen, wie er die Gegner reihenweise stehen lässt. Und das macht er natürlich clever. Ja, ich bin geneigt zu sagen, das macht er frech. Der Keeper rechnet mit dem Schuss, aber er umkurvt ihn einfach. Mbappé. Bernat. Marquinhos. Marquinhos am Ball. Florenzi. Nun Angel Di Maria. Jetzt vielleicht der Vorstoß auf außen. Abgepfiffen. Freistoß für Paris Saint-Germain. Spielt den Ball kurz. Florenzi. Mitchell Becker. Garner mit dem Ball. Kylian Mbappé-Lotin. Ferrati. Pablo Sarabia. Und er hat den Ball.
Jones. Mané. Den nimmt er direkt. Und so wird das nix. Den hält der Torwart natürlich. Ja, das gibt Eckball. Er macht das Tor. Klasse Kopfball. Ein einseitiges Spiel heute. Schauen Sie sich diesen Spielstand an. Die Maria mit dem Ball. Mané. Guter Ball nach draußen. Da gewinnt er den Zweikampf. Ballverlust durch Neymar. Mohamed Salah. Den Ball holt er, gut verteidigt. Tja, Buschi, sind wir ehrlich, das ist hier bislang alles andere als eine Glanzleistung in dieser ersten Hälfte. Wie ist deine Einschätzung? PSG kann natürlich deutlich mehr und man merkt, sie sind unzufrieden. Sie brauchen ein Erfolgserlebnis, sie müssen rein in diese Partie. Gueye. Dann hat den Ball. Jetzt Ferrati. Vielleicht wird es hier gefährlich, PSG am Ball. Die Chance jetzt. Da ist das Tor. 4-1 jetzt also. Jones. Schöner Spielaufbau jetzt. Bernat. Nachspielzeit ist angezeigt. Es gibt noch eine Minute obendrauf. Pablo Sarabia. Di Maria. Ballverlust PSG. Und zur Pause können wir uns als neutrale Zuschauer über Tormangel nicht beschweren. Es steht 4-1. Ganz starkes Spiel von Sadio Mané. Er hatte hier schon einige gute Szenen. Also mit dem haben sie wirklich richtig große Probleme. PSG liegt hinten. PSG muss einiges tun und damit gehen wir rein in diesen zweiten Durchgang. Pablo Sarabia. Ball ist bei Ferrati. Gibt Vorteil für PSG. Mitchell Becker. Bernat. Fabinho mit dem Ballverlust. Und Neymar treibt den Ball nach vorne. Pablo Sarabia. Ball ist bei Mbappé. Jetzt gibt's Abstoß. Mané will mehr Unterstützung von den Mitspielern, wartet erstmal ab. Er überzeugt heute als Passgeber. Und ab jetzt versucht es das Auswärtsteam mit Pressing. Sie stellen hier um und erhöhen damit den Druck. Und Marquinhos. Bernat.
PSG verliert den Ball. Mohamed Salah. Da ist die Chance. Sie machen das Tor. Da schauen wir uns die Entstehung dieses Treffers nochmal an. Erst kommt der gute Pass. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Guter weiter Ball auf Neymar. Bernat. Mitchell Becker. Hinten stehen sie kompakt, aber kommen sie jetzt vielleicht durch. Fängt diesen Ball ab. Mohamed Salah. Salah verliert den Ball. Jetzt nehmen wir am Ball. Schön gemacht, jetzt die Flanke. Mit seinem Einsatz verhindert er, dass der Schuss aufs Tor geht. Erneut so ein hervorragender Pass. Mané. Sie bekommen... Den Einwurf. Wijnaldum. Sie werden taktisch ein bisschen was verändern, Buschi. Ganz genau. Sie sollen jetzt intensiveres Pressing spielen, den Gegner so zu Fehlern zwingen. Nun Neymar. Stark gemacht, das könnte was werden. Jetzt können sie klären, hätte sonst gefährlich werden können. Mohamed Salah. Liverpool mit dem Ballverlust. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Verratti am Ball. Zufrieden ist er nicht, das sieht man. Die Anspiele gefallen ihm nicht. Mit diesem Treffer verkürzen sie den Abstand. Und jetzt haben wir hier noch einen Treffer. Mittlerweile steht es 5:2. Takumi Minamino. Was macht er drauf? Abwehrversuch scheitert, Szene geht weiter. Das muss es sein. Da ist es passiert. Tja, da war der Druck einfach zu hoch. Da war der Fehler und dann fällt eben dieses Tor. Und man sieht wieder einmal, wie extrem effektiv dieses Vorchecking sein kann. Bernat. Mitchell Becker. Jetzt kann es was geben. Neymar mit dem Ball. Es gibt Einwurf. Guter Zweikampf. Sie erhalten den Einwurf. Zehn Minuten noch auf der Uhr, Schlussphase jetzt. Da ist er vorbei, da muss er energischer hingehen. In den freien Raum. Da ist das Tor. Da war natürlich aber auch wirklich alles offen.
Also die Zuschauer dürften Spaß haben. Wir sehen hier heute richtig viele Tore. Beide Teams offensiv voll da. Der Ball ist weg und jetzt könnte der Gegner angreifen. Mohamed Salah. Da holt er den Ball zurück. Pablo Sarabia. Jetzt können sie vielleicht kontern. Also, wenn er so hingeht, was soll der Schiri machen? Gelb für die Aktion. Richtig entschieden, es gibt die gelbe Karte. Und jetzt kann er natürlich nicht mehr so in die Zweikämpfe gehen. Gute Chance für eine Flanke. Da oben, der fordert den Ball. Ja, der Schuss jetzt. Sie machen das Tor. Das haben sie natürlich perfekt gemacht. Sind früh draufgegangen, früh gestört. Klasse Aktion. Und der Gegner strahlt nicht mehr allzu viel Gefahr aus. Ich denke, das Ding ist durch. Damit ist dieses heutige Spiel also zu Ende. Der Sieg geht hier an die Gastgeber. Das war wirklich ein überzeugendes Spiel.